DJ Egoistico. DJ Egoistico, vielen herzlichen Dank an Mülli Müller. Und für dieses Spiel braucht es natürlich zwei herausragend ausgesprochen musikaffine Gegnerinnen. Und hier sind Autorin, Moderatorin und Schauspielerin Sophie Passmann und Supermodel und Werbeikone Stefanie Giesinger. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlich willkommen, Sophie. Schön. Für die Hand geben. Herzlich willkommen, Stefanie. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. So, ihr könnt euch schon mal in eure Spielepulte bewegen, Sophie und Stefanie. Hobby-DJs, also ja. Geht ihr auf eine Party und dann legt ihr auch gerne mal auf? Und auch ungefragt. Auch ungefragt, ja. Das sind immer die nettesten. Ne? Ja, ich habe auch so eine ganz traurige Playlist, so ab 22 Uhr, nur traurige Songs, dass alle um 23 Uhr zu Hause sind. Oder Engtanz machen. Wir können mich auch buchen. Also, ja, also ja. Zum Rausschmeißen ja, sozusagen. Ja, genau. Wenn ich super besoffen bin, dann gehe ich immer nach vorne und sage, spiel bitte Sido. Das ist und dann gehe ich nicht weg, bis der dann Sido spielt. Und dann wissen die anderen Leute, dass man mir jetzt mal meinen Wagen rufen kann. Okay, dass ja. Du nach Hause gehen kannst. Deinen Wagen rufen kann? Dann kommt mein Wagen. Deine Sänfte. Werde ich da so eingehen. Wir sind so am Boden geblieben. So. Bei uns hat sich kaum was verändert. Hört zu, ihr vier. Bevor wir uns weiter da über eure DJ-Ergüsse unterhalten, erkläre ich euch kurz die Regeln dieses Spiels. Joko und Klaas starten. Ihr geht beide bitte ans DJ-Pult in unsere Mini-Disco. Herr ProSieben hat einen Song vorbereitet, der wird 45 Sekunden lang gespielt. Außerdem seht ihr einen Buzzer. Innerhalb dieser 45 Sekunden müsst ihr dreimal den Buzzer betätigen. Den Song hören wir die ganze Zeit nicht, weil die Kabine schalldicht ist. Aber in diesen dreimal 0,5 Sekunden wird er nach außen gespielt. Und Stefanie und Sophie versuchen, den Song anhand dieser drei Ausschnitte zu erraten. Ihr wollt es natürlich nicht, also müsst ihr die richtigen Passagen abpassen. Also bei mir sind die Regeln angekommen. Sehr schön. Bei mir wenn auch. Ihr das so gut macht, dass ihr den Song nicht erraten, kriegt ihr einen Punkt. Wenn ihr es schlecht macht und ihr erratet den, bekommt ihr einen Punkt. Und dann wechseln wir. Okay. Wir spielen insgesamt 8 Runden. Mega. Wer die meisten Punkte erspielt, gewinnt natürlich dieses Spiel Nummer 3. Ihr einen Vorteil und ihr werdet überall gebucht, auf jeder Hochzeit, auf jeder Party, egal wann und wo. Ja. Also, Joko und Klaas, bitte in die Kabine reingehen, die Tür schön zu knallen, damit wir hier draußen nichts hören. Ihr konzentriert euch. Ja. Und ihr seht den Song auch erst, wenn ihr in der Kabine seid. Richtig zumachen bitte, Joko. Super, ihr könnt mich noch hören. Seid ihr bereit, beide? Ja. Ihr müsst dreimal den Buzzer drücken innerhalb der 45 Sekunden. Und hier kommt der erste Song für Sophie und Stefanie. Los geht's. Das sind die Dance-Moves. Oh, come on. Magic Mike. Diamonds in the sky. Noch einmal könnt ihr drücken. Das ist Shape of You von Ed Sheeran, das heißt. Das ist same. Okay, gut, wow. Ihr habt dreimal gedrückt. Joko und Klaas, ihr könnt gerne jetzt rauskommen. Wir haben nur zweimal gedrückt, aber ich glaube, das reicht. Ihr habt ja schon dreimal. Dreimal habt ihr gedrückt. Zweimal. Dreimal. Rauskommen, bitte. Ich hab was Klaas, gemacht. Rauskommen. Okay. Gut. Also, ihr könnt euch noch ein bisschen beraten. Ja, ja. Wenn ihr wollt. Hast du eine Idee, nein, was das sein könnte? Keine du hast Ahnung. Gedrückt und dann hast du dich so erschrocken und hast nochmal gedrückt und dann hast du ein drittes Mal gedrückt. Also aber das heißt, Sie haben quasi eine Sekunde auch am Stück. Ach, ich wollte das wieder ausmachen mit dem zweiten Mal. Ja. Gut. Stefanie und Sophie, ganz wichtig, eine Antwort zählt, also einigt euch, wer sie mir gibt. Du bitte. Ich brauche nur den Songtitel, nicht die Interpretin, gibt es ein Sternchen und Lolli später, aber. It's Queen Rihanna, Diamonds. Diamonds, wir hören ich dachte, mal kurz du sagst rein. Queen. It's the Queen. Und das ist richtig. Der erste, ich hatte mich auch ganz kurz erschrocken. Ich dachte so, aber ich habe dir doch gesagt, ich will nur den Songtitel. It's Queen. Und ich so, what? Queen Rihanna. Gut. Es zählt aber, oder? Ja, ja. Es zählt logisch, ein Punkt kriegt ihr. Gut. Boah, das Stefanie ist gar nicht Sophie, so leicht. Rein in unsere Mini-Disco. Das ist nicht so leicht, wie man denkt. Ja. Okay. Ihr habt gerade gesehen, wie man es nicht machen sollte. Vielleicht macht ihr es jetzt besser. Bestimmt. Tür richtig zuknallen, bitte. Das können wir endlich mal unter uns spielen. Da seht ihr jetzt den Song für euch. Seid ihr bereit? Stefanie, Sophie, bereit? Ja.
Gut, dann starten wir mit der Zeit und dem Song. Los geht's. Noch einmal. Dreimal gedrückt. Ihr könnt gerne rauskommen, Stefanie und Sophie. Klaas und Joko beraten sich. Ja. 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 Auch bei euch gilt, eine Antwort, die zählt. Das war der Titelsong von Werner. So, eine Antwort nur. Ich brauche nur den Songtitel. Wir schanken zwischen zwei. Und wir glauben aber, wir machen den offensichtlich hier, ne? Ja. Ist es der gute Laune Sommerhit Despacito vielleicht? Despacito sagst du? Wir hören mal rein. Ja, sehr gut. Und dieser Punkt geht an. Oh. Will man das sehen? Ältere, wir müssen es sehen. Wir können es ja folgendermaßen machen. Wenn ihr gebucht werdet als DJs, kommen wir als Go-Go-Dancer. Ja. Das wird eine super Party. Ja. Ich kann auf jeden Fall so ein paar Moves, die kratze ich nicht mehr drauf. Weißt du? Ich mach dann einfach den Regentanz. Mit einer Rumba. Okay, das nächste Mal darfst du draufdrücken. Ich hab's verkackt. Haben gar nicht Hallo gesagt? Nee, das war gar nicht schlecht. Also es hörte sich von das ist eine Fernsehsendung, man muss ja nicht jeden Mitarbeiter... Nee, wir haben uns lange nicht gesehen. Ja. Du warst heute schon an der Isar, habe ich gesehen. So, Tür zu. Hier kommt der nächste Song für Sophie und Stefanie. Los geht's. Noch einmal darfst du drücken, Klaas. Noch einmal darfst du drücken. Ich glaube, Klaas lässt sich bezahlen von dem gegnerischen Team. Nee, ich muss ihm das gleich nochmal erklären mit dem Buzzer. Er muss nicht draufdrücken, damit er stoppt, sondern er muss nur draufdrücken, dass er... So, komm bitte raus, Klaas und Joko. Ich würde sagen, es ist nothing else matters. Hätte ich jetzt... Gut, maybe. Auch ihr. Wir warten immer, kurz auf unsere beiden... Ich denke immer, ich muss die wieder ausmachen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Das hat ja niemand gesagt. Also, Jedes Mal das gleiche Gesicht. Also, ihr habt dreimal gedrückt, ihr habt euch beraten und ihr sagt... Nothing else matters von Metallica. Nothing else matters von Metallica. Ist er das? Was für ein Song, was für ein Lauf bei euch. 2-1 für Stefanie und Sophie. Ihr dürft wieder reingehen. Ist immer verrückt, wenn man... Nächste Runde. Wenn man buzzert. Also Klaas, nochmal für dich. Nee, ich hab das jetzt verstanden. Buzzern, ich hab das Gefühl, immer weg. Ganz am Anfang. Ja. Buzzern, weg. Ist angekommen. Gut, wunderbar. Hier kommt der nächste Song. Und los geht's. Dreimal gedrückt. Ah, ich weiß es. Stefanie und Sophie freuen sich jetzt schon. Kommt bitte raus. Ah, ich weiß da. Ich brauche den Songtitel. Ein bisschen okay geboomert gerade. Voll. So, Baby Boomer, tell us the song. Wir haben ein paar Texte vorbereitet auch noch. Oh Mann, ey, kann ich die Elevator Boys anrufen? Du bist Teil der Elevator Boys. Ja, Elevator Nachbar, ja. Wenn ich's gleich Paternoster Boy bist du. Paternoster Brothers. Treppenhaus Klaus. Treppenhaus Klaus, Paternoster Paul. So, Joko hat einen Tipp. Ich habe es schon mal im Radio gehört. Ja, und dann sagst du mal. Aber ich krieg's nicht hinten aus zusammen. Wenn ich jetzt weiter singen könnte, würde ich es lösen können, aber ich komme nicht mal dahin, dass ich weiter singen kann. Also, ich wir glauben, es ist Wakefield mit Saturday Night. Hören wir mal rein. Es ist Wakefield mit Saturday Night. Ja, fuck. Ja, ich glaube tatsächlich den Namen. Olivia Rodrigo mit Das ist nämlich interessant, weil ich habe letztens. Vor ein paar Monaten oder so habe ich einen Bus gesehen, wo ganz groß Olivia Rodrigo drauf stand. Und das war so wie in einem Film, wenn praktisch in der Handlung eines Films behauptet wird, jemand sei ein ganz großer Star. So war das so. Und ich dann dachte, wer ist Olivia Rodrigo? Habe ich noch nie gehört. Wie konnte eine Weltkarriere an mir vorbeigehen? Du machst dich gerade sehr unbeliebt bei Gen Z. Na, ich finde die ja super. Ihr habt euch aber einen Punkt erkämpft. Ich unterbreche die Diskussion kurz. Damit steht schon mal 3-1 also, für Stefanie und Sophie. Jetzt seid ihr wieder dran, Joko und Klaas. Der nächste Song kommt und ihr könntet von dann ziehen und vielleicht das Spiel schon ein bisschen vorentscheiden. Oh mein Gott. Wir sind gespannt. Klaas, denk dran, Buzzer nur einmal berühren. Das reicht. Gut, los geht's. 45 Sekunden des nächsten Superhits.
You know it? Ich weiß es nicht. Wir haben noch zweimal die Gelegenheit. Ich würde sagen, es ist MFG. Gut, ich möchte nicht zu viel verraten. Wir lachen noch nicht. Klaas und Joko, kommt bitte raus. Das war taktisch brillant. Das geht noch eine Sekunde länger. Das war taktisch brillant. So blöd. So. Was denn? Wer ich habe dir nicht einmal losgestellt, als du da deine geistigen Ausfälle hattest. Sophie und Stephanie, wollt ihr sie noch ein bisschen... Wir haben uns beraten, das ist von Tupac. Das ist MFG. MFG sagst du, wir hören mal kurz rein von den Fanta 4. Es steht 4-1. Also, wir haben noch 3 Runden. Das heißt, ihr könntet noch in ein Stechen kommen. Sollte diese Runde, der nächste Punkt, wieder an Stephanie und Sophie gehen, habt ihr dieses Spiel gewonnen. Wir sind gespannt. Bitte in unsere kleine Mini-Disco. Gebt euch Mühe. Ihr ebenfalls, wenn ihr den Song erratet, dann könnt ihr eventuell heute noch das Blatt wenden. Okay, los geht's. Dreimal drücken müsst ihr innerhalb der Zeit. Noch zweimal. Ja. Yes. Und noch einmal. Gut, Sophie und Stephanie, kommt bitte raus. Dreimal habt ihr gedrückt. Noch vor Ablauf der Zeit. Joko und Klaas, ihr habt euch beraten. R-E-S-B-E-C-T. Don't know what you mean to me. So, okay, also Aretha Franklin mit Respekt, sagt ihr. Und wir hören mal kurz rein. Ist das der nächste Punkt für euch? Ja. Respekt, Aretha Franklin. 4-2, Joko und Klaas. Ihr braucht nur noch einen einzigen Punkt. Ihr braucht noch einen einzigen Punkt. Stinksauer. Joko und Klaas werden sich allergrößte Mühe geben. Und hier kommt der nächste Song. Ich lieb's, wenn Joko am Buzzer ist. Sieht auch ein bisschen aus, als würden sie einen Animationsfilm synchronisieren. Oh ja, Opa Kammern. Oh ja, du. Ich weiß. Das ist aber so Trash. Ja. Nichts verraten hier im Publikum. Gerne im stillen, leisen mitraten. Ihr müsst noch zweimal drücken, Joko und Klaas. Ich kenne den Songnamen nicht. Ich habe das Gefühl, da war man. Ah, ja. So. Joko und Klaas, kommt bitte raus. Hier ist noch kein einstimmiges Urteil gefällt worden. Sophie und Stephanie, könntet jetzt das Spiel bereits für euch entscheiden. Ihr müsst euch nur einig sein, welchen Songtitel ihr mir nennt. Oder verkürzen Joko und Klaas auf 3 zu 4. Also jetzt hättest du die Chance, dich mit der Großelterngeneration das hier zu verscherzen. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so Musik, die ironisch auf Partys läuft. Ja. Und ich habe wirklich keine Ahnung. Hä? Partys sind diese Sachen, wo man eingeladen... Gut, wollt ihr mir einen Songtitel nennen? Ich kann tatsächlich Wonderwall von Oasis. Ich weiß, was, nein, Wonderwall? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wonderwall, klassischer Song, den man ironisch spielt. Wonderwall? Du hast Wonderwall von Oasis gesagt. Du hast es leider gesagt, wir hören rein. Ist es Wonderwall? Ja, das ist... What is Love? What is Love von Hathaway. Damit 3-4. Damit habt ihr noch eine Chance. Naja. Okay. Also, es steht 3-4. Ihr könnt jetzt noch ausgleichen. Wir sind gespannt, was Sophie und Stephanie machen. Wenn ihr es verhindern könnt, dass die beiden den Song erraten, Joko und Klaas, gewinnt ihr. Ansonsten gehen wir in ein Stechen. Wir sind gespannt. Ihr seid bereit.
Hier kommt der nächste Song. Los geht's. Ich kann von Lippen ablesen. Zweimal noch. Ihr müsst zweimal noch drücken innerhalb der Zeit. Wir haben noch 10 Sekunden. Ja. Ja! Warte mal, nee, die freuen sich schon. Kommt erstmal raus, Sophie und Stephanie. Sie müssen ja noch den richtigen Songtitel nennen. Gut, ihr wart euch nicht sicher, ihr wart euch nicht eins. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt Pharrell Williams oder die Neptunes waren, aber der Song heißt Drop It Like It's Hot. Oh. Drop It Like It's Hot, sagst du? Ist er das? R-E-S-P-E-C-T. Snoop Doggy Dogg und Pharrell Williams, damit 4-4. Und wir kommen nach diesem großartigen Spiel digital zu einer Steckfrage. Old School mit Tafel, Schwamm und Stift. 4-4 steht es. Es geht um den nächsten Vorteil oder um große Freude bei Sophie und Stephanie. Ich habe folgende Frage an euch. Ihr müsst die Lösung bitte auf die Tafel schreiben, dann in die Kamera halten. Wer näher an dem gesuchten Ergebnis dran ist, der bekommt den alles entscheidenden letzten Punkt. Hört ganz genau zu. Meine Frage lautet: Wie lang ist das Gitarrensolo in Bohemian Rhapsody von Queen? Wow. Wie lang ist das Gitarrensolo in Bohemian Rhapsody von Queen? Könnt ihr euch beraten? Denkt dran, dass die anderen zuhören. Schreibt mir eine Zahl auf. Bitte auch mit der Zeitangabe dahinter. Gut, also. Wir gucken uns mal an, ihr dreht auf mein Kommando bei die Tafel um. Und bitteschön. Wir machen es ballsy, wir glauben, es gibt keins. Ihr sagt 0 Sekunden, ihr sagt 1 Minute. Und ich sage euch, wenn ihr dran ist, denn das Großartige ist, es gibt ein Gitarrensolo, das ist 26 Sekunden lang. Damit habt ihr gewonnen, weil ihr näher dran seid mit 0 Sekunden. Das kann doch nicht wahr sein. What? Ihr wart näher dran. Ihr wart dran. Ja, die haben 0 Sekunden aufgeschrieben. Hey. Es tut mir leid. Sorry. Aber ihr seid belohnt worden. Ihr seid belohnt worden für eure. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich habe da keine Ansprüche mehr in irgendwelche Antworten. Glückwunsch. Danke. Also sehr gut gemacht. Kein Problem. Wenn es schon so viel Moment gebraucht hat, nicht wegwischen, das habe ich nie gesagt. Also bitte, tut mir einen Gefallen, ihr geht jetzt nach Hause, ihr hört auf dem Nachhauseweg nur noch What is Love von Hathaway und Bohemian Rhapsody von Queen. Vielen herzlichen Dank, schön, dass ihr da wart. Stephanie Giesinger, Sophie Passmann. Tschüss, ihr Lieben, in die Richtung. Da, danke euch. Ciao. Oh. Das gibt's gar nicht. Mann. Ärgerlich. Fuck. Ärgerlich. 40, weil das war genau die Mitte. Du hast 21 gesagt, ich habe 40 gesagt, wir haben eine Minute aufgeschrieben. 40 wäre näher dran gewesen. Ich dachte, das wäre so absurd lang oder so. Und dann gibt es noch eine Radioversion, wo das dann kürzer ist oder weiß der Kuckuck. Ja. Komm, abputzen, weitermachen. This is my quest to fall.